Ich habe meine Hände mit Gold vollgekleckert. Hallo Leute, ihr kennt alle sicherlich Videos, wo Menschen Gold essen. Echtes Blattgold. Ich war letztens geschäftlich unterwegs in Stuttgart. Mein Freund, der dort lebt, hat mir einen Burger dann empfohlen. Und als ich dort war, habe ich gesehen, dass sie dort einen Goldburger haben, der aus echtem 23 Karat Blattgold besteht. Ich habe ihn probiert und ob dieser Burger top oder flop war, das zeige ich euch jetzt. So Leute, ich bin jetzt heil in Stuttgart angekommen. Der Wagen, den ich gemietet habe, hat gerade mal keine 3000 Kilometer unter der Haube. Und hier drinnen riecht es wirklich jetzt ohne Spaß wie ein gegrillter Burger. Und zwar auf eine angenehme Art und Weise. Nicht, dass es mich jetzt stören würde. Ist ein Neuwagen. Aber es riecht wirklich angenehm nach Burger. Vielleicht spielen mir meine Sinne gerade einen Streich, weil ich einen Burger essen möchte. Aber es riecht auf jeden Fall gerade hier angenehm nach Burger. Schnell Sachen ablegen und jetzt muss ich unbedingt diesen Burger probieren. So, jetzt stehen wir davor und ich werde das Ganze jetzt probieren. Wenn man die Bestellung aufgibt, kriegt man so einen Hammer. Dann wissen die anhand der Nummer schon, wo sie hinkommen müssen, kommt man in die Bestellung. Die Fritten mit der Triple B Sauce sind schon da. Die Triple B Sauce schmeckt richtig, richtig gut. So, der Goldburger ist jetzt da. Ich schaue mir mal an, wie das Brot ist. Das Brot ist auf jeden Fall sehr soft und sehr zart. Schauen wir, was da drin ist. Jalapenos auf jeden Fall, rote Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Blattsalat, Cheddar-Käse und gegrillte 200 Gramm Beef. Gucken mal einfach Gold, wie das Gold schmeckt. Als allererstes, wie schmeckt Gold? Und wisst ihr, wonach Gold schmeckt? Exakt nach nichts. Das schmeckt einfach nach nichts. So, der Burger schmeckt richtig gut, Leute. Ist richtig zart und hat Grillaroma. Ich habe meine Hände mit Gold vollgekleckert. Das ist mir auch zum ersten Mal in meinem Leben passiert. Überall mit Gold vollgekleckert. Doch nochmal die kleine Version davon. Jeweils dann 100 Gramm Beef. Der normale Cheeseburger schmeckt richtig gut. Ich habe mir doppelt Cheddar-Käse genommen. Der normale Cheeseburger war richtig gut. Jetzt kommt Beef Bacon Burger. Ich glaube, das ist Pasta. Mal probieren. Ja, das ist Pasta aus meiner Heimatstadt Kayseri, glaube ich. Wo die besten Rinder-Beef-Schinken herkommen. Und da habe ich auch letztens Spaghetti Carbonara gemacht. So Leute, ich bin jetzt richtig voll und gebe euch jetzt ein Feedback zu den Burgers. Das hier ist übrigens jetzt in Tübingen und nicht in Stuttgart. Sehr schön hier. Also ein kurzes Feedback zu den Burgern. Was hat mir gut gefallen? Mir hat vor allem sehr gut gefallen, dass das Fleisch wirklich nach gegrilltem Rind schmeckt und nicht nach irgendwelchen Gewürzmischungen. Das heißt, Rindfleisch schmeckt wirklich nach Rindfleisch und das haben wir nicht bei jedem Burgerland. Die würzen nur mit Salz und Pfeffer und ich finde, so muss es sein. Manche Burgerläden hauen 1000 Gewürze drauf, dann schmeckt das einfach nicht mehr nach Burger, sondern nach Köfte. Und das, wenn ich Köfte essen möchte, dann gehe ich Köfte essen und keinen Burger essen. Die hauseigene Soße, Triple B Sauce, fand ich auch sehr gut. Sie war nicht zu hervorstechend. Ich mag es auch nicht, wenn zu viel Soße drin ist und wenn es zu über den Geschmack übertönt. Aber das war wirklich sehr, sehr gut. Salat fand ich ein bisschen zu viel. Also da war ein bisschen zu viel Gurke, Tomate und Zwiebel. Das könnte man ein bisschen meiner Meinung nach reduzieren. Aber gut, vielleicht bin ich auch da ein bisschen zu sehr Fleischliebhaber. Man hat die Möglichkeit, 200 Gramm Rindfleisch Patty zu holen oder 100 Gramm. Ich fand die 2x100 Gramm wirklich sehr gut. 200 Gramm wird dann irgendwann zu unhandlich, deswegen 100 Gramm kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mein Lieblingsburger war auf jeden Fall der normale Cheeseburger. Es geht nicht über den Standard. Es gibt zwar dort viele andere Specials, aber ich finde die Cheeseburger, der war wirklich am besten. Ich liebe dieses Gedicht. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalgavukça sözlerle.
Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kommen wir jetzt zu dem Goldburger. Ja, was macht man eigentlich mit einem Goldburger? Kann man ihn irgendwie zur Seite stellen und es nimmt über die Zeit an Wert zu, legt an Wert zu? Oder bei uns, bei den türkischen Hochzeiten, schenkt man gerne Gold zu den Hochzeiten. Kann man vielleicht auch als neue Idee, statt immer das gleiche, immer Goldketten oder Armgoldreifen zu geben, vielleicht einen Goldburger auch mal schenken. Wäre auch mal eine lustige Idee. Oder noch lustiger, man schenkt seiner Frau als Morgengrabbe, das, was wir Mihr nennen, einfach so einen Goldburger. Dann hat man wenigstens seinen Enkelkindern was zu erzählen. Mein Sohn, als ich in eurem Alter war, da habe ich eurer Oma einen Goldburger geschenkt. Wäre doch auch mal was Lustiges. Ich kann es verstehen, wenn Menschen zum Beispiel viel Geld ausgeben für Steaks, weil es zum Beispiel Kobe Steak ist, weil es dry aged ist, also luftgetrocknet ist, weil es dem Essen einen Mehrwert gibt. Aber beim Gold muss ich ganz ehrlich sagen, das Gold hat dem Essen überhaupt keinen Mehrwert gegeben. Gold hat selber überhaupt keinen Geschmack, es hat das Essen überhaupt nicht aufgewertet, es hat überhaupt keinen Eigengeschmack, nicht mal, dass man sagen würde, es schmeckt metallisch oder so. Es schmeckt einfach nach Luft, nach nichts. Folglich ist mein Fazit, dass man sich diesen Goldburger einfach sparen kann. Es fühlt sich einfach falsch an, Gold zu essen. Ich meine, man kleckert sich mit Gold voll. Ich habe noch nie in meinem Leben Gold getragen, nicht mal mein Ehering ist aus Gold. Und plötzlich esse ich Gold und klecker mich mit Gold voll. Das hat sich sehr falsch angefühlt. Ich würde sagen, spendet lieber das Geld an Bedürftige. Man sollte kein Gold essen, während Menschen auf der anderen Seite der Welt hungern. Deswegen spendet lieber das Geld, statt diesen Goldburger zu essen. Aber der Burger bei Triple B Burger schmeckt sehr, sehr gut. Das war einer der besten Burger, die ich je gegessen habe. Wirklich, aber den Goldburger, den kann man sich ersparen. Für mich war es auf jeden Fall das erste und letzte Mal, dass ich Gold gegessen habe. Wie gesagt, spendet lieber das Geld, Leute. Es fühlt sich einfach irgendwie, man fühlt sich eklig danach. Es fühlt sich falsch an, Gold zu essen. Also ich meine Gold essen. Wo sind die gelandet? Also bitte esst den normalen Burger und wenn ihr zu viel Geld habt, dann teilt dieses Reichtum mit anderen Leuten, mit Bedürftigen, statt irgendwie auf euer Essen Gold zu packen. Ich bereue es schon, dass ich gegessen habe und vielleicht der Grund, weswegen ich dieses Video auch hochgeladen habe, ist auch vielleicht, um diese Message zu geben, dass man eventuell, wenn man vorhat, diesen Goldburger zu essen, doch lieber den normalen Burger isst und was dann an Geld übrig bleibt, an Bedürftige spendet. Das werde ich nämlich auch machen. Ich werde das Geld, was ich für diesen Goldburger gezahlt habe, die gleiche Summe an eine Organisation spenden, damit ich wieder dieses eklige Gefühl aus mir rauswasche oder reinwasche.